So, hallo liebe Gleichgesinnte, einen schönen guten Morgen. Ich mache jetzt die S&P-Analyse für euch und natürlich Crude Oil auch. Wir haben eine kleine steigende Tendenz, wie man sieht. Interessante Strukturen eigentlich. Eröffnung ist hier in der Range, ausgeglichen. Und Preisbereich Value Area Low bzw. Tagestief hätten wir eine interessante Long-Gelegenheit, wenn der Markt das Level rausnimmt. Denn tiefer befindet sich auch die Value Area Low vom gestrigen Tag und die starke Ablehnung hier unten im Endeffekt. Also, die haben es versucht. Man sieht hier das Handelsvolumen unter der Value Area Low. Ja, aber da kamen die Käufer rein. Ja, da sind die Käufer wieder reingesprungen, wie man sieht. Plus, diese Struktur sieht man ja auch hier an dem Tag. Getestet, Volumen hinterlassen, ein bisschen mehr Volumen hinterlassen. An dem Tag wieder Fehlausbruch, ein Fehlausbruch. Ein zweiter Fehlausbruch, dann abgeprallt, heute wieder abgeprallt, deswegen könnten wir dort nach Long suchen. Es ist eine tolle Zone. So, etwas tiefer, wenn das nicht mehr hält, hätten wir hier in dem Preisbereich auch eine sehr interessante Zone, wo sich Longs ergeben könnten. Ja, wenn wir sowas sehen, zum Beispiel, zack, ein Impuls und dann wieder eine Stabilisierung, könnten wir wieder Long gehen, denn das ist auch eine sehr starke Reaktionszone sozusagen, wo der Markt wirklich sehr stark reagiert hat. Schaut euch das an. Die große Low-Volumen-Zone. Ja, und hier unten sehr viel Volumen. Deswegen, wenn das passiert, könnten wir hier nach Long suchen. Oder alternativ nach Shorts, wenn der Markt hier wirklich, wenn die Käufer aufgeben und wenn wir wieder die Strukturänderung sehen. Ja. Und auch eine sehr interessante Zone dort, wo die Schlusskurse sind. Oben sind nur Schatten. Könnten wir natürlich wieder nach Short suchen im S&P. Heute im Laufe des Tages. Das sind die aktuellen Zonen im S&P einfach. Das sind genau die Value Area High von gestern. Ja? Man sieht hier wieder ähnliche Situation wie hier unten. Ja, Liquidation. So viel dazu. Ich habe mir auch diese Zone markiert. Eher für einen Short Trade eigentlich. Eher für einen Short Trade. Denn man sieht hier die starke Ablehnung weiterhin Longs natürlich über dem Tageshoch vom 8. Jänner, Januar. So. Crudo. Ich glaube, im Crudo sind wir Long auch. Ja, genau. Eine schöne steigende Tendenz im Crudo. Das ist nicht mehr so interessant. Die Value Area Low von gestern ist ja eine gute Zone für einen Long Trade. Und ein super Low, wie man sieht. Hier die Value Area High von gestern. Mehrmals abgeprallt, abgeprallt. Ausgebrochen. Eine kleine Konsolidierung wieder getestet. Aber es gab nicht so viel Handelsvolumen schon, nicht so viel Aktivitäten. Ja, wie man sieht. Also der hat das Level nicht so ganz respektiert. Aber heute in der Früh, man sieht hier schon, dass die Struktur gehalten hat. Mehrmals getestet, 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 ein bisschen mehr Volumen gebildet im Endeffekt über der gestrigen Value Area High. Absolut tolles Bild bzw. ein toller Kontext, klarer Kontext, dass es weiterhin long gehen könnte. Ja. Und das ist genau passiert. Bam, nachdem sie genug Kontrakte hatten, bam, da kam die Reaktion. Gut. So, über dem Tageshoch natürlich weiterhin long. Über dem heutigen Tageshoch, über dem heutigen Tageshoch. Und auch das wäre auch über diesem Hoch wieder vom 8.1. weiterhin long über diesem Low weiter